Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft ist jetzt Podcast, dem Podcast für ja, Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich, dass du ja, dir diese Folge hier anhörst, dass du heute wieder dabei bist. Hast du vielleicht schon mal ja, eine der folgenden oder ähnliche Aussagen gehört? Dieser Monat war nichts, ja. Der ist nicht so gelaufen, aber nächsten Monat kann es ja nur bergauf gehen. Ich hoffe einfach, dass der nächste Monat besser wird als der jetzige. Oder vielleicht die Aussage hier, die Krise, die hat uns so ein bisschen im Griff. Ja, man kann ja seinen Beruf gar nicht so richtig ausüben. Die Einschränkungen, Umstände, ja, die sind nicht gerade optimal. Aber naja, die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zum Schluss. Und ich gebe mal die Hoffnung nicht auf, dass es ja, nächsten Monat wieder besser wird. Ne? Also vielleicht kennst du ja solche oder ähnliche Aussagen. Ne? Und ja, das Schlimme eigentlich an diesen Aussagen ist, dass sich viele Menschen ja gerne in die Hoffnung flüchten. Ja, also Hoffnung gibt uns Menschen ja Zuversicht, hilft uns ja positiv und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Aber, und das ist ebenfalls sehr häufig der Fall, verleitet Hoffnung ja uns auch häufig zu Passivität. Ne? Wir wollen quasi so das Problem ein Stückchen aussitzen. Und da ist jetzt einfach die Frage, ist es ein guter Weg für uns? Ist es ein gangbarer Weg für uns? Und ich meine, dass es eben kein guter Weg ist. Ja, lass mich dir da ein Beispiel geben. Mal angenommen, du sprichst mit einem deiner Vertriebspartner und dieser, ja, erzählt dir, dass ja der Monat einfach nicht so toll gelaufen ist, dass die Umstände nicht so glücklich waren. Es wurden Termine abgesagt, Termine verschoben, die Wirtschaftslage ist aktuell nicht so dolle, ja, die Menschen haben aktuell weniger Geld zur Verfügung und so weiter und so fort, ne? Dann schiebt aber der Vertriebspartner noch nach, ja, dass er trotzdem optimistisch bleibt und hofft, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt ändert, ja, dass sich alles wieder verbessert und die schlechten Zeiten natürlich schnell vorübergehen, ja. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier ein bisschen schwarz-weiß, aber du merkst vielleicht schon gerade, was hier passiert, ja. Man gibt quasi den Umständen die Macht darüber, ja, wie der eigene Monat lief, ja. Man gibt den Umständen die Macht drüber, wie eventuell der nächste Monat laufen könnte. Und verstehe mich jetzt hier bitte nicht falsch. Hoffnung ist gut, Hoffnung ist wichtig. Ja, und jeder Mensch sollte ja auch Hoffnung haben. Aber Hoffnung ist nur dann aus meiner Sicht eine wirkliche Hilfe, so ein richtiger Turbo, ja, wenn du sie mit Handlung und Aktivität verknüpfst, ja. Schau, du kannst, ich sag mal, still in deinem Büro sitzen, darauf warten und hoffen, dass die Zeiten besser werden, aber letzten Endes wird sich nur dann etwas zum Positiven verändern, wenn du zum einen die Hoffnung hast, dass dies passiert, aber gleichzeitig auch etwas für die Verbesserung, ja, der Lage eben tust. Und ja, an der Stelle fällt mir ja hier ein Zitat ein von Dante Alighieri. Der hat mal gesagt, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt, ja. Und du musst dir ja auf jeden Fall die Hoffnung bewahren, aber du musst auch deinen Beitrag leisten. Du musst bereit sein, deinen Beitrag zu leisten, um eine Verbesserung zu erzielen, die du dir in deinem Leben halt wünschst, ne? Und vielleicht können dir diese zwei Fragen dabei gut weiterhelfen, nämlich, was konkret lief eigentlich letzten Monat oder die letzte Woche oder gestern nicht so wirklich nach Plan, ja? Was waren da die Gründe für? Und was kannst du konkret dafür tun, dass du diesen Monat dein Ziel trotzdem erreichst, auch wenn diese Probleme erneut auftreten? Ne? Also diese beiden Fragen, ja, die zeigen dir eigentlich im Prinzip auf, was das Problem ist und wie du ja in Zukunft trotz, also Probleme können ja immer auftreten, aber wie du reagieren kannst und was du tun kannst, wenn diese Probleme erneut auftreten. Und Fakt ist ganz einfach. Du hast deine innere Stärke. Du kannst alle Herausforderungen in deinem Leben meistern, davon bin ich überzeugt. Mach aber eines nicht, gib niemals den Umständen die Macht über dich. Gib niemals den Umständen die Macht über dein Leben, niemals über deine Ergebnisse, ja? Du bist die Person, die ihre zukünftigen Umstände erschafft. Du allein bist derjenige, der sagt, wie es in deinem Leben laufen soll. Wenn dir aktuell Termine ausfallen, dann geh raus und mach einfach mehr Termine.
Du hast eine Gruppe an Teampartnern verloren, dann geh raus, bau doppelt so viele neue Teampartner auf. Du hast einen großen Kunden verloren, dann geh raus, gewinn 2, 3, 4 oder 5 neue Kunden, die größer sind als den Kunden, den du verloren hast. Ja, in dem Moment wirst du feststellen, ja, dass ja, vieles, was zunächst erstmal negativ erscheint, im Nachhinein vielleicht sogar ganz, ganz positiv war, ja, weil du vielleicht ein viel oder viel bessere Teampartner bekommen hast, weil du viel bessere Kunden bekommen hast, ja, und weil du halt einfach für dich auch merkst, dass du mit den Herausforderungen umgehen kannst, ne? Also, hör mir bitte ganz kurz zu, weil was ich dir jetzt sage, ist echt wichtig, ne? Du bist die Nummer eins in deinem Leben. Du bist die Person, die in deinem Leben die Macht hat. Nicht deine Kunden, nicht deine Vertriebspartner, nicht die Wirtschaftslage, nicht die Konjunktur, nicht die Politik oder sonst irgendwer oder irgendwas. Du bist allein die Person, die entscheidet, wo deine Grenzen liegen, was in deinem Leben gespielt wird und was nicht. Du entscheidest, an welchem Turnier du teilnimmst, so nenne ich das immer, und an welchen Turnieren du fernbleibst. Du bist die Person, die sich ihre Kunden raussucht. Du bist die Person, die ihre Vertriebspartner auswählt. Du allein entscheidest, was mit dir zu machen ist und was eben halt nicht mit dir zu machen ist. Ja? Du weißt ganz allein, was du in deinem Leben haben willst. Also geh raus, hol's dir. Ja, und was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist, du musst die richtige Firma im Rücken haben. Du brauchst eine konkrete Anleitung, die dir zeigt, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Du brauchst am besten hast du einen Mentor, ja, der dir bei Problemen oder bei Schwierigkeiten in der Umsetzung die richtigen Tipps gibt, der das Ganze für dich richtig einordnet. Du brauchst Mut und Ausdauer, das Gelernte umzusetzen und dann ganz einfach noch Fokus, die Bereitschaft, dass du dich von nichts und niemandem ablenken und aufhalten lässt, bis du dein Ziel erreicht hast. Ja, ich weiß. Du kannst es schaffen, wie bereits viele, viele Menschen vor dir. Es gibt kein wirkliches Geheimnis. Ja, nutze die Dinge, die bereits da sind. Lege einfach los. Schau, bei uns im Team haben wir für unsere Teampartner alles vorbereitet. Wir haben die richtigen Webseiten, wir haben das E-Mail-Follow-up, Webinare, regelmäßige Meetings und so weiter und so fort. Es ist alles da. Ja, leg einfach los, geh unaufhaltsam deinen Weg. Ja, und wenn du ja Interesse hast, ja, und noch keinen ja, Network-Marketing-Unternehmen hast, in dem du beigetreten bist, ja, dann lass uns doch gemeinsam diesen Weg gehen. Lass uns gemeinsam noch dieses Jahr zum besten Jahr machen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Herzliche Grüße, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.